So, es geht weiter, Teil 2 meiner kleinen Grundlagentutorials für ArchiCAD. Ich hatte eben dieses Rechteck gezeichnet. Ich will Ihnen jetzt noch etwas zeigen, was mit Navigieren oder Handeln von Zeichnungselementen zu tun hat. Nehmen wir mal an, ich zeichne auch noch eine Schraffur, also eine gefüllte Fläche. Wie die jetzt aussieht, ist vollkommen egal. Ja, das funktioniert also genauso wie das Linienzeichnen. Sie haben hier oben diese Geometriemethoden. Sie können überlegen, was es für eine Füllung bekommt und welche Farbe dann diese Füllung hat. Ja, ich finde jetzt diesen Verlauf zum Beispiel absolut dämlich. Ich nehme jetzt mal hier oben die Vollschraffur, wenn man so will, und färbe das Ganze mal in einen soliden Orangeton. Übrigens mit Escape deaktivieren Sie Elemente auch. Ja, Sie wählen also nicht nur das Pfeilwerkzeug damit aus, Sie deaktivieren auch Elemente. Es würde auch reichen, irgendwo anders hinzuklicken. So, ich habe jetzt also zwei verschiedene Typen von Elementen gezeichnet. Das eine ist ein Schraffur, das andere sind Linien. Und jetzt passen Sie mal auf, entweder klicke ich das Pfeilwerkzeug an, wenn ich jetzt alles auswählen will. Und wenn ich jetzt STRG A drücke, ist alles ausgewählt. Sie könnten jetzt zum Beispiel alles auf eine andere Ebene legen oder löschen. Ja? Wenn Sie dagegen das Werkzeug auswählen, mit dem Sie eins der Elemente gezeichnet haben, wie zum Beispiel das Linienwerkzeug, und drücken dann STRG A, dann bekommen Sie nur die Linien ausgewählt. Ja? Das heißt, Sie können also relativ sortiert auswählen. Alle Elemente auf einmal, die Sie hier in Ihrem Grundrissfenster sehen, die also auf sichtbaren Ebenen liegen, anders ausgedrückt. Oder Sie wollen Elemente eines bestimmten Typs auswählen, dann drücken Sie vorher das Werkzeug und dann STRG A. Okay. So, jetzt geht es um was völlig anderes. Ich wähle nochmal alles aus. Dazu aktiviere ich das Pfeilwerkzeug, drücke STRG A und lösche das Ganze. Jetzt geht es um ein paar ganz wesentliche Dinge, nämlich Verschieben, Drehen und Spiegeln. Eine Sache, die in ArchiCAD sehr einfach funktioniert. Ich möchte jetzt nicht ein Rechteck haben, sondern eine Linie. Also gehe ich kurz hier drauf, zeichne die da irgendwie senkrecht hin. Und jetzt möchte ich die gerne verschieben um ein bestimmtes Maß. Dazu drücke ich STRG E. STRG E ist der Kurzbefehl für jede Art von Verschieben. Und jetzt kann ich irgendwo hinklicken und einen Verschiebevektor zeichnen und dann wird die Linie verschoben. Um welches Maß genau, darum kümmern wir uns später. Exakte Koordinateneingabe ist auch ein Thema, das machen wir gleich. Ich mache das mal rückgängig, STRG Z. Jetzt drücke ich nochmal STRG E, möchte gerne eine Kopie haben. Dazu drücke ich die Alt-Taste. Bei Windows müssen Sie, glaube ich, die Steuerungstaste drücken. Und wie gesagt, ich habe die Maus jetzt gar nicht angefasst, ich habe nur einmal die Alt-Taste gedrückt. Und jetzt habe ich sie auch schon wieder losgelassen. Jetzt kann ich das Gleiche nochmal machen und dann bekomme ich eine Kopie. Ja? Also STRG E ist der Verschiebebefehl. Wenn Sie zwischendrin die Alt-Taste drücken oder bei Windows, glaube ich, jetzt im Moment die Steuerungstaste, dann bekommen Sie so ein kleines Pluszeichen am Cursor. Wenn Sie dann das Gleiche machen wie beim einfachen Verschieben, bekommen Sie eine Kopie. Ich mache das nochmal rückgängig. Jetzt nochmal STRG E. Einmal. Ja, die Maus habe ich die ganze Zeit gar nicht angefasst. Jetzt drücke ich einmal die Alt-Taste und verschiebe das Ganze. So, jetzt habe ich eine Kopie. Gerade so wie eben. Ich mache es nochmal rückgängig. Sie können die Alt-Taste auch nach dem ersten Klick für den Verschiebevektor aktivieren. Ich mache es also nochmal, STRG E. Fange jetzt an, drücke jetzt die Alt-Taste und jetzt bekomme ich auch das Pluszeichen und jetzt kann ich es auch als Kopie verschieben. Also das ist relativ easy und wie Sie es jetzt, in welcher Reihenfolge Sie es machen, ist nicht ganz so entscheidend. Jetzt möchte ich gerne mehrere Kopien machen, STRG E. Das ist also immer noch der Standardbefehl. Jetzt drücke ich Alt und STRG zusammen. Jetzt habe ich zwei Pluszeichen und jetzt kann ich so viele Kopien platzieren, wie ich möchte. Okay, und mit Escape brechen Sie das Ganze ab und dann sind die Kopien da und auch noch markiert, falls Sie mit denen jetzt noch irgendwas weiteres anstellen wollen. Gut, so viel zum Verschieben. Jetzt kommt das Drehen. Drehen hat auch einen Kurzbefehl, der heißt STRG D. So, wenn ich den jetzt drücke, dann habe ich die Möglichkeit, einen Anfangsradius für meine Drehung zu definieren. Und dann kann ich das Ganze drehen. Sie sehen schon, wo der Klick sitzt. Der erste Klick bestimmt auch die Art der Drehung. Das ist also relativ anschaulich. Ich mache es einfach nochmal ganz woanders. Ich klicke mal hier hin und jetzt sehen Sie, wie Sie das so drehen. Ja, Sie werden dann schnell merken, wie Sie es eigentlich anstellen müssen. In der Regel läuft es dann so, Sie drücken STRG E, nehmen zum Beispiel einen Anfangspunkt dieser Linie als Mittelpunkt Ihres Drehradius und dann drehen Sie das Ganze. Ja, das ist der normale Weg. Oder Sie nehmen den Mittelpunkt, ich drücke nochmal STRG D, der Mittelpunkt wird Ihnen markiert, wie in jedem braven CAD-Programm. Und dann können Sie das Gleiche machen. Wie lang dieser Radius ist, ist vollkommen egal. Sie können also den jetzt auch so drehen und dann ist Ihre Linie so gedreht. Okay? STRG D für Drehen. Jetzt gilt hier das Gleiche wie beim Verschieben. Wenn Sie die Alt-Taste oder die Steuerungstaste vor oder während des Drehens drücken,
dann bekommen Sie eine Kopie. Also noch einmal Steuerung D, Alt-Taste gedrückt, beziehungsweise Steuerung bei Windows. Gehen hier nochmal drauf, auf den Mittelpunkt, da sehen Sie auch wieder dieses kleine Pluszeichen. Jetzt drehen Sie das Ganze und schon haben Sie eine Kopie. Okay, also das Prinzip ist das gleiche. Nochmal Steuerung D, Alt und Steuerung zusammen, bekommen Sie zwei Pluszeichen. Und jetzt können Sie dann eben entsprechend mehrere Kopien drehen. Also ich nehme jetzt hier mal 45 Grad, das müsste sich da irgendwo einrasten gleich. Na, tut es auch. So, und dann machen wir so. Ja, Schluss jetzt. So, jetzt haben Sie da Ihre Kopie. Okay. So, jetzt noch das Spiegeln. Das Spiegeln geht auch ganz einfach. Auch da gibt es einen Kurzbefehl, Steuerung M, M wie Mirror. Steuerung D für Drehen kann man sich auch gut merken, D wie Drehen. Und Steuerung E für Verschieben, da gibt es, glaube ich, ein englisches Wort dafür, was mir gerade nicht einfällt. Also E, D und M. M ist für Spiegeln. Steuerung M. Jetzt müssen Sie eine Spiegelachse zeichnen, logischerweise. Das heißt, irgendeine Linie, an der sich dann diese Gerade oder diese Strecke spiegelt. Sie sehen schon, bis Sie den zweiten Klick setzen, genau was passiert. Archicad liefert Ihnen da so eine hübsche Vorschau. Und die Spiegelachse könnte zum Beispiel senkrecht sein. Und auch hier gilt die Devise, die Alt-Taste vor oder während der Aktion gedrückt, macht Ihnen eine Kopie daraus. Also Steuerung M, Alt-Taste, noch einmal die Spiegelachse zeichnen und dann haben Sie eine Kopie gespiegelt. Mehrfach spiegeln ist in diesem Fall nicht sinnvoll, deswegen lasse ich das mal weg. So, also das ist wichtig, ja? Weil normalerweise ist das der Witz beim CAD-Zeichnen, dass Sie so wenig Arbeit wie möglich haben. Das heißt, Sie zeichnen zum Beispiel ein Klo auf Ihrem Plan und wenn Sie es dann 10-mal brauchen, verschieben Sie es halt 10-mal oder 9-mal als Kopie. Oder Sie spiegeln etwas, wenn Sie irgendwo Symmetrien in Ihrem Grundriss haben. Oder Sie drehen natürlich auch Dinge, wenn Sie zum Beispiel Wendeltreppen im Grundriss zeichnen oder sowas ähnliches. Es gibt noch einen wichtigen Befehl, der dazugehört. Ich mache das nochmal rückgängig. Der heißt Multiplizieren, Steuerung Raute. Ja, die Raute-Taste ist rechts neben der, also links neben der Return-Taste, ganz rechts auf Ihrer Tastatur, Steuerung Raute. Da kommt ein ganz übersichtliches Fensterchen. Sie hätten gerne 9 Kopien und Sie möchten es gerne verschieben. Da können Sie es addieren oder verteilen. Addieren heißt, der erste Klick liefert sozusagen die erste Kopie, während beim Verteilen der erste Klick die Gesamtstrecke definiert, auf der dann diese Kopien verteilt werden. Das klingt komplizierter, als es ist. Ich mache das jetzt mal mit dem Modus Addieren, Verschieben, 9 Kopien, okay. Und jetzt klicke ich irgendwo hier hin. Und dann sehen Sie schon, Archicad zeigt Ihnen wieder ganz gehorsam die Vorschau, was da genau passiert. Ja, das wäre jetzt eine Variante. Oder Sie machen es nochmal, Steuerung Raute mit dem Verteilen. Und dann zeichnen Sie sowas hier und dann ergibt sozusagen dieser Vektor, den Sie dort klickweise erzeugen, die Gesamtlänge, auf der verteilt wird. Natürlich macht man das normalerweise so, dass man also bei, was ist hier denn los? Entschuldigung, aufteilen heißt die Option. Ja, ich habe mich jetzt vertan, addieren und aufteilen. Und wenn Sie jetzt hier 9 Kopien haben und das Ganze im Verschieben-Modus belassen, dann könnten Sie jetzt hier zum Beispiel eine Strecke anlegen, auf der dann diese Kopien verteilt werden. Okay, also ganz wichtig. Verschieben, drehen, spiegeln, das Ganze auch als Kopie, jeweils mit der Alt-Taste bzw. Steuerungstaste. Und wenn Sie beide Tasten drücken, haben Sie mehrfach die Gelegenheit zu verschieben oder zu drehen. Spiegeln ist Steuerung M und da ist es mit der Alt-Taste so, dass Sie eben Kopien spiegeln. Steuerung Raute ist Multiplizieren. Ich zeige Ihnen nochmal, wo die Befehle im Menü liegen, für die Vorsichtigen, die das Ganze zunächst einmal lieber mit der Maus machen, statt mit Kurzbefehlen bewegen, haben Sie hier Verschieben, Drehen, Spiegeln, Steuerung E, D und M. Ja, das sind die wichtigsten. Dann sehen Sie schon, Kopie, Drehen. Diese Kurzbefehle würde ich mir gar nicht so merken. Ich würde das lieber so machen, wie ich es Ihnen eben gezeigt habe. Multiplizieren sehen Sie hier Steuerung, Raute. Okay? So, das war's. Teil 2. Gleich geht's weiter. Da stelle ich Ihnen die Ebenenstruktur vor.